Oh. Annette, willst du teilen? Das? Gib sie a speaker. This. Gestern Abend, als ich sehr müde ins Bett ging, konnte ich nicht einschlafen und es war so, als hätte ich Hochstrom in meinem Kopf und ich lag bestimmt noch bis 2 Uhr nachts wach und war also wirklich wach und ich sah etwas vor mir mit geschlossenen Augen. Das war wie so eine Marmorwand und es strömten Farben hinunter. Also es waren eigentlich keine Farben, es waren wirklich kleine stecknadelkopfgroße Bläschen, würde ich mal so sagen. Also so bunte Kugeln. Und die waren blau und gold und pink. Und ich war so wie beim Sterntaler Märchen, wurde ich von diesen Farben quasi geduscht. Oder die tanzten so um mich herum. Das war so witzig, weil das wirklich so eine 3D, also dass ich das wirklich so real sah, als wenn ich mittendrin bin. Ja, das. Dann noch ein bisschen näher halten. Das war das, was ich erzählen wollte. Oder sollte. Marmor is a long life. Marmor steht für ein langes Leben. And she saw colorless spark. Sie sah diese farblosen Funken in color. In Farbe. So until if he, she should be loyal until last breath, then her spirit gonna get rainbow color. Und wofür das steht ist, wenn sie Gott loyal gegenüber ist, bis zum letzten Atemzug, dann wird der Geist in einer Regenbogenfarbe eingetaucht werden. And Mama, she saw white, that means what she doing for God, she will spare this truth. Wherever will go, she will receive blessing. Und weil der Marmor weiß war, steht es dafür, dass die Bücher, die sie gerade schreibt, dass sie dafür diesen Segen in Form der Wahrheit erhalten wird. In spiritual world. In der geistigen Welt. Some more question? Noch ein paar mehr Fragen? If, I give you a chance more asking question, yeah? Ich gebe euch die Chance, viele Fragen jetzt zu stellen. Because if I give lecture, then it's gonna be again. Weil wenn ich jetzt einen Vortrag gebe, dann wisst ihr, wo die Reise lang geht. Yeah. So. Nämlich auf 18 Uhr. Ja, yeah, please. Ich wollte mal zurück auf die Frage. Yes, ask more questions. Sahil, ich wollte noch mal kurz auf die Frage des Nichts zu sprechen kommen. Also wenn wir zum Beispiel im Quantenfeld nach dem Nichts oder nach den, diesen Partikeln suchen, ist das der richtige Weg oder müssen wir hinter allen Universen suchen, um noch mal von diesem Nichts, wo Gott am Anfang war, was zu finden? He is asking, in current physics, there are experiments about quantums, quarks, etc. He's asking, is science on the right direction with this, or do they have to search somewhere else for this nothing? It's right direction, but after 2080 or beginning of 21st century, they will be first prophet, then scientist. First prophet, then doctor. First prophet, then medicine. First prophet. So then God will reveal to them what this scientist need. Die sind auf der richtigen Richtung, aber in der Zukunft, im 22. Jahrhundert, werden die Leute zuerst Propheten, dann Wissenschaftler, Ärzte oder sonst was sein. Und das, was Gott ihnen offenbaren wird, dann, dafür bräuchte normale Wissenschaftler Millionen von Jahren. Du kannst also sagen, die jetzige Wissenschaft steht noch in Kinderschuhen. But right basis. Richtige Basis, aber noch so weit davon entfernt. For example, zum Beispiel, same act
different result. Manchmal kommt beim selben, bei derselben Handlung unterschiedliche Ergebnisse raus. For example, I see one young man. Zum Beispiel sehe ich einen jungen Mann. Help old woman. Der hilft einer to alten, carry his grocery. Der hilft einer alten Frau ihre Einkäufe zu tragen. But his motivation is when he go her place, steal something. Aber seine Motivation ist, wenn er an ihren Ort hinkommt, etwas zu stehlen in ihrem Zuhause. So, because mankind lost the key before evil. Und weil die Menschheit ihren Schlüssel vor dem Bösen verloren hat. So every blessing which God giving, it comes first to wrong hand. Wird jeder Segen, den Gott gibt, zuallererst in die falschen Hände gelangen. And God coming after. Und Gott kommt dann danach. I give you one example. Ich gebe euch ein Beispiel. For example, in the Corona time. Zum Beispiel in der Corona-Zeit. This was a wrong motivation. Da gab es falsche Motivation. Whatever happened. Was auch immer passiert ist. But in 2080. Aber 2080. There was a one Messiah. Da gab es einen Messias. He discovered, he was a scientist. Der war Wissenschaftler. He discovered something new. Und er hat etwas Neues entdeckt. And there was also. Und die waren auch. I have to put these chips here. Musste sich so einen Chip implantieren lassen. And the chips was telling every 25 years ahead what will be your sickness. Und dieser Chip war in der Lage, durch die Aufzeichnung eurer Vitalzeichen herauszufinden, welche Krankheiten euch in den nächsten 25 Jahren erwarten. So your sickness was very early stages was discovered. Und so konnte man eure Krankheiten in sehr frühen Stadien entdecken. So you went 4 times to doctor. Also seid ihr nur 4 Mal zum Arzt gegangen. And if anything was, there was a laser. Und wenn da irgendwas war, war dort ein Laser. Man hat. You don't need to. They don't need to cut your body. Man musste sich nicht mal mehr aufstellen. Man konnte es aber wegmachen. So you are living healthy 100 years. Und so würdest du gesund 100 Jahre lang leben. It means. Das bedeutet. We lost the key before evil. Wir haben den Schlüssel vor dem Bösen verloren. So every blessing which is God giving, first coming wrong hand. Jeden Segen, den Gott also zuerst gibt, kommt in die falschen Hände. Yes, but basis, aber die Basis God giving us. Hat Gott uns gegeben. But he waiting to give you more discovery when prophet comes who go every field. Aber er wartet noch mehr offenbaren zu können, wenn Propheten kommen, die in jedem Fachbereich spezialisiert sind. For example, zum Beispiel. I was standing in Poland. Ich stand mal in Polen. And I saw this beautiful church. Und ich sah dort eine wunderschöne Kirche. But they told me that's a Bürgerhaus. Yeah. Aber sie sagt mir, das ist das Bürgerhaus. And suddenly I heard the voice. Und auf einmal hörte ich die Stimme. This is not a Bürgerhaus. This will be God's house. Hörte ich eine Stimme, die sagte, das ist kein Bürgerhaus, es wird Gottes Haus sein. So in future. In Zukunft. Their science and this new technology go so far, they could see Messiah was standing here and he said this and this and this. That's why I like to travel to every country. And my plan is to go Uganda and most countries because they will see later on. Because new science. Weil die neue Wissenschaft. They will discover by the this voices never die. Sie werden herausfinden, dass die Stimme nicht stirbt. And they will find out my whole record in the life. You can see that Messiah was here, Messiah was here, Messiah was there. Und sie werden in der Lage sein, in der Zukunft die Stimme zu rekonstruieren und sagen, der Messias war da, hier und da. Now quantum theory. Die Quantentheorie. It will finally find out where first cause began and how. Wird herausfinden, wo der erste Ursprung anfing und wie. So, they will be very lucky, God's son and daughter, because they will discover this thing. Denn sie werden sehr glückliche Söhne und Töchter Gottes sein, weil sie das herausfinden. We will be not there. Wir werden nicht mehr da sein. But everything going right direction. Aber alles geht in die richtige Richtung. Ja. Yeah. Okay. Ja. Yeah.
Ja, noch eine Frage. Yes? Ja. Keine falsche Scheu. Heike, du hast immer viele Fragen und jetzt sitzt dein Kopf. So. Ein seltener Moment. Even the wave of quantum theory gonna tell will discover where God's standing right now. Die Quantentheorie wird sogar herausfinden, wo Gott gerade steht. It will dwell. Das wird sich so weit entwickeln. But right now God is not giving this knowledge. Aber gerade jetzt gibt Gott dieses Wissen nicht weiter. You see what they did. Ihr seht doch, was sie damit anrichten. America can destroy 180 times. Ruth can destroy 120 times. This even India, who are dying hunger, they can destroy this world. So one time is enough. Why 120 times? Ja, jedes Land baut so viele Atombomben, dass Amerika 180 Mal die Welt zerstören kann, Russland 120 Mal und selbst Indien kriegt das mit einem hungernden Land einmal hin. So blue creation, which is slowly coming now, because of my fourth rege in heaven, slowly, slowly, when they come down, angel has to go. Und deswegen, die blauen Wesen, die jetzt zu meinen Vorträgen kommen, langsam, langsam verdrängen sie die anderen Engel. But angel don't want to go. Aber die Engel wollen nicht gehen. Because when you are so long live as a dictator, you don't want to go easy. Denn wenn ich schon so lange als Diktator gelebt habe, dann wollte ich nicht so einfach abdanken. Did you see any dictator go with his own will? Habt ihr jemals einen Diktator gesehen, der freiwillig abgedankt hat? Idi Amin don't want to go. When he saw no chance, then he ran away. Nur wenn sie keine Chance mehr sehen, dann rennen sie weg. It means that sooner or later angel must go back. Das bedeutet, früher oder später müssen die Engel zurückgehen. What will be their then task? Was wird dann ihre Aufgabe sein? To serve mankind. Der Menschheit zu dienen. Serve mankind. Der Menschheit zu dienen. Not to dominate mankind. Nicht die Menschheit zu dominieren. Okay, now. Okay, jetzt, Silvana. Danke. Ich bin eine Psychologin und Psychotherapeutin und werde arbeiten müssen und wollen, ein Stück weit. Okay, und jetzt möchte ich gerne die bisherige Arbeit, wo ich immer auch geforscht habe, um neue Grundlagen zu schaffen, seit dem Studium im Grunde. Und damals war die Psychologie, da gehörte noch die Philosophie dazu, ich konnte die Religionswissenschaften dazu nehmen und die Anthropologie. Die war eine ganz andere Psychologie als heute. Und mein Wunsch ist, und ich habe damit angefangen, das, was du gesagt hast zu den Schlüsseln, einfach mal angefangen mit dem Körpersystem und auch dich so zitiert und von dem Zitat ausgehend meine Erfahrung genommen und das weiterentwickelt. Mhm. Worauf müsste ich da achten, dass ich kein Wischiwaschi mache? She's saying, she always works as a psychiatrist. And as in science-based psychology. So she is now trying, with the help of your books, to develop some new psychology. Mm-hmm. And there she's using the system you explained about body, spirit, and mind, and so on and so forth. And she's also giving quotes of you. Mm-hmm. Now she's also giving quotes of you. Mm-hmm. Okay, what do you But now she's asking what she has to do so this doesn't get some wishy-washy. First of all, your motivation has to be, like in future, God, science and son and daughter, their motivation was only to serve mankind. Zuallererst, deine Motivation muss so sein wie bei den zukünftigen Söhnen und Töchtern Gottes, nämlich der Menschheit zu dienen. If you have any other motivation, wenn du irgendeine andere Motivation hast, then wishy-washy begin. Dann kommt Wischiwaschi.
Because in future, weil in Zukunft, they just want to give. Die wollen einfach nur geben. Okay. Okay. And I don't know. Und ich weiß nicht, how you teach them, yeah? Wie du es beibringst. But it's good when you teach my quote. Aber es ist gut, wenn du meine Zitate näher bringst. Zumindest das kann ich jetzt schon sagen. Because your knowledge about this 6K is not so far. Yes, no, I only will go so far as I understand it and I have my own experience. Okay. And this I also would write. And if they want to know more, they should go to you. Okay. Sehr gut. Okay. Passt. Auf Deutsch. Sie sagt, sie schreibt nur so auf, wie sie es bisher verstanden hat. Und für alle weiteren Informationen verweist sie auf ihn. Und damit gut. Okay. So, noch eine Frage. Nico. I'm just asking you, kurz. What is the meaning of Shivaji? You said that Shivaji. Not full, not half, you know. It's something when it's not balanced. Yeah. This is some German Ausdruck, expression. I'm sorry, I'm trying to put everything here. So yeah, it's good that you're asking. Yeah. If somebody other have here question, they should ask me. Wenn jemand hier fragt, okay, Melanie. Some question coming over there. What? Mikro. Ich habe das Mikro hier. Mach so. Dann. Ach so, okay. So. Okay, ja. Soll ich? Seit. So? Ja. Yeah. Okay. Wie du weißt, arbeite ich ja als Heilerin und ich arbeite darüber natürlich sehr viel mit den Engeln. Das heißt, sie kommen. Das heißt, über das Gebet mit Vater, mit Gott, frage ich halt um Hilfe und dort erscheinen dann die Erzengel. Ist der Weg dann jetzt nicht mehr richtig? Mache ich das dann? Stellen die Engel sich dann auch bei mir vor Gott? Was mache ich anders oder was ist besser? You see angel? Siehst du die Engel? Ja. You see angel? Nicht alle. Ich kann Erzengel Michael sehen. Nee, you see front of front? Ja. Yeah. You talk to them? Ja. Like I'm talking to you? Nein, manchmal sind es einzelne Wörter. Ich bekomme nicht viel, aber einzelne Wörter. Manchmal ist es ein Gefühl. Es wechselt immer. Okay, what is your question? Heute habe ich das für mich so verstanden, dass die Engel diese Positionen ja nicht wirklich aufgeben wollen, dass wir direkt mit Gott kommunizieren, dass wir ihn sehen. Wenn ich aber weiterhin mit Ihnen in der Heilsitzung arbeite, ist es dann so, dass ich meinen Weg versperre, dass ich irgendwann Gott sehen kann? She's asking. Today we heard a lot about angels, about how they think about this whole mission, how they are comprehending this and what are they doing. You said also they're working with evil force together, so to find a way in your case, you know? Now she's asking, at her job, she's working with those angels. And now she's asking if she's working with those angels, she's spiritually hindering herself. She's making some blockage because she's not working with angels. You're not hindering yourself. Nein, du behinderst dich nicht selbst. With me working also every creation. Mit mir arbeitet auch jede Schöpfung. But aber this creation don't work kostenlos. Aber diese Schöpfung arbeitet nicht kostenlos. They don't work with you for free. Die arbeiten nicht kostenlos mit dir. Their motivation is business basis. Ihre Motivation ist geschäftlicher Natur. What they do for you?
was sie für dich tun. What they will get from you. Das wollen sie von dir. Das nennt man do or des. Ich Folge. Mache, damit ich bekomme. Yeah. For example. Zum Beispiel. Angel came to me and they says, we can make you billionaire. Die Engel kamen zu mir und haben zu mir gesagt, schau mal, wir können dich zu einem Milliardär machen. Nee. But you have to deal with us. Aber du musst mit uns dann arbeiten. If I deal with us, und wenn ich mit ihnen arbeite, then they are partner. Dann sind sie meine Partner. Then kingdom of God is with partnership. Und dann wird dieses Königreich Gottes in dieser Partnerschaft errichtet. That's what God don't want. Aber das ist nicht, was Gott möchte. For example, Jesus. Zum Beispiel Jesus. Today he's not here. Heute ist er nicht hier. But when he's coming, aber wenn er kommt, when he's helping, wenn er hilft, he don't make a partnership with me. Dann macht er, geht er keine Partnerschaft mit he mir doing ein. This thing because of love of God. Er macht das wegen der Liebe von Gott. So there is no business deal, actually. Und deswegen gibt es ja keine Geschäftsbasis. So now you go in spiritual world. Jetzt gehst du in die geistige Welt. They will ask you their benefit. Und dann werden sie nach ihrem Anteil fragen. And in the end you have nothing. Und wenn du aber am Ende nichts hast, then you say, I don't know. Dann sagst du, schwierig, ich weiß es nicht. You understand me? Verstehst du das, was in die Lage da reinkommst? I give you one example for understanding. Ich gebe dir ein Beispiel zum Verständnis. Jesus went to mountain to pray. Jesus ging auf den Berg, um zu beten. And he said to Peter, und er sagte zu Petrus, I gave you power to cast the evil spirit. Und ich habe gesagt, Petrus, ich gebe dir die Macht, um die bösen Geister zu vertreiben. And then he went to pray. Und dann ist er zu beten gegangen. Okay, good. Okay, gut. After what happened? Was ist danach passiert? That is recorded in Bible. Das ist in der Bibel aufgeschrieben. When Jesus was came back, als Jesus zurückkam, the Peter he tried to take out this evil spirit, but what this evil spirit did, she got the Peter actually. Petrus, der diesen bösen Geist herausziehen wollte, wurde dann von diesem bösen Geist eingefangen. Yes. And it was a very complicated situation. Und es war eine sehr komplizierte Situation. And when Jesus saw this thing, und als Jesus das gesehen hat, he said, this man say, I brought my son to take this out, this evil spirit, but there's a wrong movie going on here. Ja, dann sagt dieser Mann, der diesen Jungen brachte, ich habe meinen Sohn gebracht, damit dieser böse Geist entfernt wird. Und er sagt, jetzt läuft hier aber irgendwas schief. Also my son is getting punishment and this man also. Mein Sohn wird bestraft und dieser Mann. And then Peter was, Jesus was surprised. Und Jesus war überrascht. And now this is a critical point here. Und hier ist ein kritischer Punkt. He said to Peter, oh, you little faith. Er sagte dann zu Petrus, oh, du mit dem Kleinglauben. Yes? Okay. Then he said to this spirit, und dann sagt er zu diesem Geist, in the name of my father, go out. Im Namen meines Vaters verschwinde. But the spirit did not went out, it went more crazy actually. Aber dieser Geist ging nicht raus, sondern wurde noch verrückter. And now Jesus was shocked. Und jetzt war Jesus schockiert. Now Peter was doubt about that what's going on. Und selbst Petrus hatte nun Zweifel, was hier los ist. Then what Jesus did? Was hat Jesus getan? He went with knee. Er ging auf die Knie. 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 And he said, "Oh Father." Und er sagte, "Oh Vater." Only you can help me now. Nur du kannst mir because jetzt helfen. Because the spirit was so rebellious. Denn dieser Geist war so rebellisch, da wollte er nicht raus. So, after he prayed, of course, Father did it. God did it. Und nachdem er gebetet hat, natürlich hat Gott das gemacht. And then the spirit was leaving, but has no faith, nothing.
was a very evil spirit actually. Und dieser Geist ist dann gegangen und er hatte kein Gesicht oder sonst was, war ein sehr böser Geist. Now Peter said to Jesus. Und er sagte Petrus zu Jesus. You also could not bring him out. Du konntest ihn auch nicht rausholen, Jesus. And Jesus answered was? Und Jesus Antwort war. Such a spirit only God can do it. So um so einen Geist kann sich nur Gott kümmern. So when you're dealing with the angel or Islam, they deal with the jinn creation, then they have power over you in the spiritual world. Wenn du also mit solchen Engeln arbeitest, ja, und mit ihnen Geschäfte eingehst, dann haben sie in der geistigen Welt Macht über dich. They also can take you where they belong to. Und sie können dich auch dorthin mitnehmen, wohin sie gehören. So when I began my mission, und als ich meine Mission begonnen habe, God said to me, hat Gott zu mir gesagt, my son, mein Sohn, I can give you miracle power and that's okay. Ich kann dir Wunderkraft geben und das ist auch okay so. But that's the way kingdom of God will not come. Aber so wird das Königreich Gottes nicht kommen. Yes? If that's the way kingdom of God has to come. Wenn so das Königreich Gottes kommen müsste. Jesus healed 10 blind. Jesus hat 10 Blinde geheilt, das reicht doch. And only one came back and 9 never came back. Aber nur einer kam zurück und 9 sind nie wieder erschienen. And Jesus cried out. Und Jesus hat aufgeschrien. I healed 10 blind. Where is 9? Ich habe 10 Blinde geheilt. Wo sind 9 davon? And this one who came back? Und der eine, der zurückkam? 3 days later he was also gone. 3 Tage später war der auch weg. So this kind of thing is the salty water of sea. Und solche Wunder sind wie Salzwasser des Meeres. Now I don't know. Ich weiß nicht. When you are calling them, wenn du sie rufst, or they are coming to you, oder sie zu dir kommen, or in the Islam is same phenomena, oder im Islam ist dasselbe Phänomen gibt, no, or you are not calling, let's say, oder sie nicht anrufst, aber egal wie, yes, they claim over you, dann nehmen sie dich aber auch in Anspruch. They claim, ja, sie nehmen dich in Anspruch. Anspruch. And all my life, und mein ganzes Leben lang, I say, Father, how the kingdom of God will come? Habe ich gefragt, Vater, wie kommt das Königreich Gottes? God say, what you will hear from me? Gott hat gesagt, was du von mir gehört hast. What you see? Was du gesehen hast. Beobachtung and journey. Was du beobachtet und gereist hast. And what you have experienced. Und was du erfahren hast. This gonna change human heart. Das wird das menschliche Herz verändern. So, I don't interfere your work, okay? Ich mische mich in deine Arbeit ganz sicher nicht ein. But I'm just telling you, ich sage dir nur, they get the benefit in spiritual world. Sie kriegen einen Vorteil in der geistigen Welt. And what is the benefit? Was ist der Vorteil? You have 100 Euro. Du hast 100 Euro. They say 90 Euro belong to me. Sie sagen dann, 90 Euro gehören mir. And then, und dann? You want to go. They say, no. Du möchtest gehen? Dann sagen sie, nein. You belong to here. Du gehörst jetzt hierhin. Bitte. Ich bitte ja nicht direkt, dass die Engel kommen oder irgendwelche Djinns, sondern ich bete und mache dann diese Heilsitzung. Ich kriege dann aber zu, oder ich sehe sie oder ich spüre sie. Sie sind ja einfach da und dafür bin ich dann trotzdem mit verantwortlich. Yes, because gehe ich halt so, ohne dass ich es weiß, einen Vertrag mit denen dann ein? Mündlicher Vertrag ist auch ein Vertrag. Mündlicher Vertrag ist auch ein Vertrag. Ich hab sie ja nicht gefragt. When, I'm giving you an answer. Ich gebe dir die Antwort, darf ich bitte noch übersetzen? Yes. She's asking, well, I'm not directly asking them, they are just coming. Do I still have accountancy over this? All my life I'm traveling countless eternity. Mein ganzes Leben lang reise ich in zahllosen Ewigkeiten. They don't come by themselves. Die kommen nicht von alleine. They come only when you are their object. Please. Sie kommen nur, wenn du deren Objekt bist. Ja. Ich wollte auch sagen. Ja. If you put yourself in situations. Dodge. Wenn du dich in solche Situationen mit Absicht begibst, dann bist du auch schuld an den Konsequenzen, die daraus kommen. Ja. Wenn du Auto fährst ohne Gurt, dann musst du dich auch darauf gefasst machen, dass du bei einem Unfall dich noch schwerer verletzen kannst.
Oder wenn du in ein Gehege gehst mit Fleisch, dann musst du dich nicht wundern, wenn dich ein Löwe oder ein Tier anfällt. Möchtest du eine rechtliche Perspektive hören? Das nennt sich Gewohnheitsrecht. Machst das einmal, ist kein Problem. Machst das mehrmals, wusstest du was, worauf du dich einlässt. Nee, aber ich meine, dass du wusstest, dass sie kommen. Beim ersten Mal vielleicht nicht, aber beim zweiten Mal wusstest du, dass sie vielleicht kommen. Und beim dritten Mal. Und diese Situation hast du immer wieder herbeigeführt. Aber ich wusste bis gerade ja gar nicht, dass ich mir damit schade. Mhm. Jetzt weiß ich es. Jetzt ist eine andere Perspektive. Da können wir, aber wir können der geistigen Welt übers Vertreten müssen dann nochmal reden. Es hat ja keiner gesagt, dass die Engel nicht gut sind. Es wird ja ganz anders dargestellt. Jetzt bin ich natürlich sehr dankbar, dass wir es hier heute, oder dass ich es erfahren habe. Genau. Ja. That's it. They need only, if you invite them or you don't invite them, they need a little bit basis. Ob du sie nun einlädst oder nicht, sie braucht nur eine Basis, um mit only dir zu arbeiten. Unbewusst Basis? Unbewusste Basis? Oder bewusst Basis. Oder bewusste Basis. Okay, I give you one example. Ich gebe dir ein Beispiel. For understanding the truth. Um es zu verstehen, die Wahrheit. I'm going to the mountain and few people was with me and Moses was with me. Ich gehe auf den Berg und da waren ein paar Leute mit mir und Moses war mit mir. My motivation was, I say, we go back because I wanted to pray. Yeah? Meine Motivation war, dass wir zurückgehen, damit ich beten kann. But I saw this evil spirit are standing there. Und ich habe gesehen, dass dort böse Geistwesen standen. I did not invite them. Ich habe sie nicht eingeladen. Okay. Okay. So because these people was with me, how old you was, Moses? Als wir auf dem Berg in Köln waren. Hä? Nein, im Schwarzwald, glaube ich. Achso, 14. Hä? 14. Ich war 11. Okay. Ja. I say, just follow me. Ich sagte, folg mir einfach. Don't look at back. Schau nicht zurück. Okay. Okay. I did not invite them. Ich habe sie nicht eingeladen. But mostly that time as a 14, he was a doubt about my teaching. Aber Moses damals als 14-Jähriger hatte Zweifel über meine Lehre. Yes. And he wanted to find out if my father telling the truth. Und er wollte herausfinden, ob sein Vater die Wahrheit sagt. Yes. Now what happened? He saw there's a best chance to look at back. Und was passiert jetzt? Er hat die Chance gesehen, zurückzuschauen. So if I look at back and I don't see anything, then my father lie. Er hat sich gedacht, na gut, schaue ich zurück und ich sehe nichts, dann lügt mein Vater. And making me fear. Und er macht mir einfach nur Angst. And I was saying to him. Und ich sagte zu ihm. Don't look at back. Schau nicht zurück. Okay. Now what happened? Was hier jetzt passiert? He don't believe in me actually. Er glaubt nicht an mich. And he look at back. Und er schaut zurück. Because he wanna find out the truth. Weil er möchte die Wahrheit herausfinden. Yes. And this moment he saw. Und diesen Moment hat er ihn gesehen. And then he was shocked. Und dann war er schockiert. Now looking back. They make the basis with him actually. Und weil er zurückgeschaut hat, haben sie eine Basis miteinander errichtet. It's very easy for them. Das ist ein sehr einfaches Phänomen. Yes. Now the situation was a totally 180 degree different. Und jetzt war seine Situation 180% umgedreht. 180 Grad. He believed me. Er hat mir geglaubt. He changed his life. Er hat sein Leben geändert. But hear the story of Jesus. And Thomas. Und hier ist aber jetzt die Geschichte von Jesus und Thomas. Other members say we saw Jesus and he was here. Die anderen Mitglieder haben gesagt, wir haben Jesus gesehen und er war hier. Thomas say, I don't believe you. Aber Thomas sagt, ich glaube dir das nicht. I want to Jesus. I want to see Jesus. I want to put my finger in his cross. In seine Stigmata. Thomas hat gesagt, ich glaube euch es nicht, ich möchte Jesus sehen und auch meine Finger an seine Löcher in seiner Hand stecken. While they were doing this prayer, they saw again open eyes vision.
Und während sie es gebetet haben, haben sie mit offenen Augen eine Vision gesehen. And Jesus came again. Und Jesus kam wieder. And Thomas said, "Oh, oh Lord, I believe you now. I Und Thomas believe sagte nun, oh Lord, ich glaube dir jetzt. What Jesus said? Was hat Jesus gesagt? Blessed are those who believe me without seeing. Gesegnet sind die, die mir glauben, ohne mich zu sehen. Blessed are not those who are see and then believe. Actually. Gesegnet sind nicht die, die erst sehen und dann glauben. So the problem is here. Das Problem, was hier besteht, nun ist. 40 years, 50 years, they wanted conscious or unconscious basis with me. 40 oder 50 Jahre lang wollten sie eine bewusste oder unbewusste Basis mit mir haben. If I make positivity there. Und wenn ich sie hier dort positiv bestätigt hätte mit meinem Handeln, then I'm disqualified to bring the ideal world of God. Dann bin ich disqualifiziert, das die ideale Welt Gottes zu bringen. Yes. But you don't need to be sad. Du musst aber nicht traurig sein. I can tell you something more. Ich kann dir noch etwas mehr sagen. In next time, you know this prayer? Nächstes Mal kennst du dieses Gebet? Die göttliche, die göttliche Botschaft. Ich bin Gott, ich bin der göttliche Geist. Als nächster yes. war ich da. When you start, wenn du das anfängst, you are emotional person, du bist eine emotionale Person. Read, lies es. Not so loud that your Nachbar kommt. Nicht so laut, dass dein Nachbar kommt. Wir leben in Deutschland. Das nennt man Lärmbelästigung. Nice way. Nett. And after you finish this prayer, und nachdem du fertig bist mit diesem Gebet, you ask God, fragst du Gott, Father, I want your light come here. Vater, ich möchte, dass dein Licht hierher kommt. Yes. And then come new beings and other. Then you don't have this dominance. Yes. Und dann kommen blaue Wesen, andere Wesen, dann hast du nicht mehr diese Domination. Yes. Then, because blue, God-like, golden, blue, they are unconditional. Weil die goldenen und blauen Wesen, die arbeiten bedingungslos. So it's time to say goodbye to angels world. Okay? Es ist also Zeit, auf Wiedersehen zur Engelwelt zu sagen. So I spoke many hours about angels. I think it's time. Ich habe jetzt 4 Stunden über die Engel erzählt. Yes. So say Father. Also sag Vater. I want to invite you. Ich möchte dich einladen. And your son and daughter who are blue being. Und deine Söhne und Töchter, die blaue Wesen oder goldene sind. I want they come and help. Und ich möchte auch, dass sie kommen und mir helfen. So if transformation is. So dass diese Transformation bei dir stattfindet. Otherwise, how long we want to hang with Archangel Angel? Actually? Wie lange wollen wir noch an den Erzengeln hängen? So this is my advice. Das ist mein Ratschlag. Also ich hätte noch eine Frage. Mehr. Und zwar nochmal zu. Bitte einmal alle still sein. Nochmal zu den Engeln. Also wie es hier aussieht, profitieren die Engel ja immer. Mehr. Laut, weil sie können. Also wie es aussieht, wollen die Engel ja immer profitieren. Und meine Frage jetzt dazu ist, wie würde es denn aussehen, wenn alle Engel dich in deiner Mission unterstützen würden? Dann würden sie ja auch profitieren. She's asking, by your explanation, angels are always looking for profits. So the angels that are working with you, are they also looking for a prophet? Angel should not be first place in human life. Die Engel sollten ganz sicher nicht die erste Rolle im menschlichen Leben spielen. You got it? Versteht ihr das? Number one. Das ist Nummer eins und das ist die Maxime, an die wir uns Let's halten. Let's see the history of spirituality. Also lass uns mal die Geschichte der Spiritualität anschauen. To Adam, God came or angel came? Kam zu Adam Gott oder die Engel? God came. Gott ist gekommen. Direct God want
to have give and take with mankind. Gott wollte ein direktes Geben und Nehmen mit der Menschheit haben. They were disobedient to God. Und sie waren Gott ungehorsam. Who came then? Wer kam dann? Nach Gott? Engel, not fallen Engel. Die gefallenen Engel. Lucifer. Lucifer. Then other. Dann andere. Leider. Leider. Unfortunately. Unglücklicherweise. Then God had to send his angel too. Musste Gott auch seine Engel dann ins Rennen schicken. To protect. Um die Menschheit zu schützen. And then struggle with. Und so entstehen diese Konflikte. So if all angels come in my mission. Und wenn alle Engel in meine Mission kommen. They're coming to serve me. They're not coming to dominate me. Dann kommen sie, um mir zu dienen und nicht um mich zu dominieren. You got it? Versteht ihr das? Yes. But I don't need angel. Aber ich brauche die Engel nicht. Okay. I need God and God light and I need high being which unconditionally help to build the new world of God actually. Ich brauche Gott und Gottes Licht und die hohen Wesen, die mir helfen, bedingungslos Gottes Welt zu errichten. You understand me? Verstehst du mich? 21st century is the century angels should go where they belong to and God light and this being who are with God should come. Das 21. Jahrhundert ist also ein Jahrhundert, in dem die Engel wieder zurück dorthin gehen sollen, wo sie herkommen, in ihre Welten, und Gottes Söhne und Töchter, die blauen und goldenen Wesen, kommen, um das Königreich Gottes zu errichten. Why angel cannot bring the kingdom of God? Warum können die Engel das Königreich Gottes nicht bringen? Because they come from here. Weil sie mit dem Verstand arbeiten. And even Jesus said, und selbst Jesus hat das gesagt. Kingdom of God is here. Das Königreich Gottes liegt im Herzen. So God must come, God light must come, and God's son and daughter come, who are unconditional and who can bring the kingdom of God as an individual, as a family, as a society, as a nation and the world. Und deswegen hat Jesus gesagt. Yeah? So it's time they should. Nein, mach weiter. It's time. Es ist Zeit. This angel should realize first they are service position. Diese Engel sollten zuerst realisieren, dass sie in der Dienerposition sind, zu dienen. Yes. They are not in the position to build the kingdom of God. Sie sind aber nicht in der Position, das Königreich Gottes eigenmächtig zu errichten. So right order has to come. Die richtige Ordnung muss wiederhergestellt werden. You understand? Versteht ihr das? Yeah, that's all. Das ist alles. Okay. Verstanden? Die Mutti want to go? Also, okay, don't hold Moody. Yes, yes. So ask this question, which can change your life. Frag die Frage, die euer Leben verändern können. Which can Wahrnehmung, Realization come? Only question, don't bring anything. Nur Fragen bringen an sich nichts. This question, who hit you? Die Frage, die euch auf dem Herzen liegt, die ihr schon immer mal stellen wolltet, das, was euch am meisten stört, holt das heute raus. And ask the question from here, because all questions which coming from here, you forget very quickly. Fragt die Frage, die euch hier auf dem Herzen liegt, nicht die im Verstand lungert, sondern eine, die euch stört, wo ihr sagt, das brauche ich. Das war etwas, was ich schon immer wissen musste. So, ask this question, if you have an answer, it changes your life forever. Fragt also die Fragen, dessen Antwort euer Leben für immer verändern kann. Ja, bitte. Ja, bitte. Also, das ist jetzt mehr so eine Frage, wenn wir auf die Straße gehen, okay. Haben wir ja mit negativen Energien zu tun. Yes. Die Frage ist, reicht es dann, uns vorher mit Gott zu verbinden oder zu sagen, dass er uns beschützen soll, reicht das?
wenn wir ihn darum bitten? She's asking, when we go on street, yes, there are negative energies that are affecting us. So, to protect ourselves from those energies, is it enough that we ask for God for protection? You should ask me a long time ago, why are you waiting? Warum wartest du bis jetzt, ja? Du könntest lange, er könnte lange. Ja, Wolfgang. Mr. Einstein könnte mich fragen. Mr. Einstein. Zwei When Stein. You go there next time, wenn du das nächste Mal gehst, ja? Three or four, five people. Drei, vier, fünf Leute. First you pray this Botschaft. Bete zuerst die göttliche Botschaft. I am God. Ich bin Gott. And I am godly guys. Und yeah? Ich bin der this göttliche one. Geist. And after finish this thing, und nachdem ihr damit fertig seid, you say, Father, we are here because of you. Sagt ihr, Vater, wir sind hier wegen dir. Because of you. Wegen dir. Yeah. We want to help us to find one more who love you actually. Und dann sagt er, bitte hilf uns noch einen zu finden, der dich liebt. Not he love Muhammad or he love somebody else. Nicht Muhammad oder Jesus. Dreiecksbeziehung wollen wir nicht. Yes. So after this prayer. Und nach diesem Gebet. No negativity gonna touch you. Dann wird dich keine Negativität mehr berühren. And I think I don't know why I did not told you and you did not ask me, ja, but it looked like we are all unaware. Huh? I said, okay, ich habe es erzählt. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Ja, okay, dann. Kann nicht schaden. Kann ich das auch zu Hause beten vor der negativen Energie? I hope your mother is not there. Yes, so next time you should do this. Nächstes Mal solltet ihr das tun. Yes. Because one time. Denn einmal. Bible, ne? Bible. Die Bibel. Jesus say, my father looking special star, special fan, who are more greater. Jesus hat gesagt, mein Vater sucht nach so besonderen Sternen, die noch viel großartiger sind als ich. Yes, that's the way my father is searching. So sucht mein Vater. Yeah. My father is not researching these people who say Jesus, Jesus, or Muhammad, Muhammad, or Buddha, Buddha. My father quality is to he looking something special actually. Mein Vater sucht nicht nach jemandem, der sagt, Jesus, Jesus, Buddha, Buddha, Moses, Moses. Nein, er sucht nach jemandem, der eine so besondere Qualität hat. That's what my father researches. Das sucht mein Vater. So next time you go, das nächste Mal, wenn ihr also geht, say Father, sagt after Vater, pray. Nach dem Gebet, Vater, we are here because of you. Wir sind hier wegen dir. Let us find one star of heaven who love you again. Lasst uns einen Stern des Himmels finden, der dich liebt. Yes. And who can do better job than us? Jemand, der einen besseren Job machen kann als wir. Or better job than even Messiah. Sogar einen besseren Job als der Messias selbst. You're not discriminating me. If somebody comes greater than me, I'm very happy. Ihr diskriminiert mich damit nicht. Wenn jemand Großartigeres als ich kommt, sage ich Dankeschön. To help us, this person. Wenn diese Person uns hilft. Then negativity. Und dann geht diese Negativität. They can come negatively. It's not gonna touch you. Da kann so viel Negativität kommen, wie ihr wollt. Das wird uns nicht berühren. Next time do it. Nächstes Mal tut das. I remember I said few years ago. Ich sagte schon vor ein paar Jahren. But I forget actually. Ich habe das vergessen. Okay, now good. Egal, jetzt wieder. Your question. Okay. Okay. Alles klar. Alles klar. Noch eine Frage. Elisabeth hat noch eine Frage. Ja, Elisabeth. Elisabeth. Diese Frage habe ich schon ganz lange auf dem Herzen. Und zwar lesen und hören wir an verschiedenen Stellen von dir, dass du mit Gott einen Teil seiner Kindheit verbracht hast und dann eingeschlafen bist, bis das Gott dich wieder aufgeweckt hat. Und dann sagst du, wir haben Luzifer gedient. Also du sagst, ich bin auch ein Mensch. Die Menschen sind gefallen. Bist du denn auch gefallen oder wurdest du zu den Menschen gesandt, um uns gefallenen Menschen hier rauszuholen? She, okay. I understood, but I want to make sure. Yeah. Naja,
She's asking, at the beginning you were at the childhood of God. And you remember in the childhood of God, Kindheit. I was with God. Yeah, genau. Okay, okay. And there God sent you to one sleep and wake you up later, much more later. No, I didn't wake up. He. Yeah, he wake you up. He wake me up, okay? Yes. I didn't wake up, okay. Yeah, okay. So. That's now, only a little bit different, yeah? When everything is different, yeah. Okay. So she's asking, mankind are fallen beings. Yeah. But you were there in God's childhood. So you cannot be fallen being, right? Or what is it? You cannot say right, you should ask me. Yeah, ich frag dich doch. No, she. Yeah. Okay. Okay, dann sag's nochmal auf Englisch. Sie. Die Menschen sind gefallen. Bist du auch gefallen oder bist du von Gott zu den Menschen gesandt? Ja, genau, that's what she means. Ja, das habe ich gesagt. That's what he correct translate. Ja. Jesus say, I know my father. Jesus sagt, ich kenne meinen Vater. And I tell you, I know my father before Jesus knew his father. Und ich sage dir, ich kenne meinen Vater, bevor Jesus seinen Vater kannte. Many, many billion dimensions, I was sent by God to bring the light in those spiritual world again. In zahllose Millionen und Abertrillionen Dimensionen wurde ich von Gott geschickt, um dort das Licht zu bringen. I was always loyal and loved to God. Ich war immer loyal und lieblich zu Gott. Finally God sent his best superstar on earth to bring the kingdom of God. Schlussendlich hat Gott seinen Superstar auf Erden geschickt, um das Königreich Gottes zu errichten. Now the word gefallen. Fallen need explanation. Und das Wort gefallen braucht aber eine genaue Erklärung. If you are fallen in love of, if you are fallen and show your back to God, wenn ihr gefallen seid und euren Rücken Gott zudreht, and you left God, und ihr Gott verlassen habt, that's a fallen. Das ist, was ihr mit gefallen meint. Yes? Fallen is not when you make mistake, actually. Gefallen bedeutet nicht, wenn ihr Fehler macht. Because fallen mean, gefallen bedeutet, when you don't see God's point of view, actually. Wenn ihr Gottes Sichtweise nicht mehr seht. For example, zum Beispiel, Jesus was not fallen. Jesus war nicht gefallen. But he say, aber er sagte to, Nicodemus, zu Nicodemus, I'm not a good. Why you call me a good teacher? Ich bin nicht gut. Wieso nennst du mich einen guten Lehrer? Nobody is good. Niemand ist gut. Only my father. Nur mein Vater ist gut. So that mean, das bedeutet, horizontal mistakes. Horizontale Fehler is not a fallen. Bedeutet nicht, dass du gefallen bist. Fallen mean, gefallen bedeutet, when you show your back to God and the first love of God you give somebody else. Wenn ihr euren Rücken Gott zutritt und die Liebe für Gott jemand anderen gibt. This is a fallen. Das bedeutet es, gefallen zu sein. So I know myself. Ich kenne mich selbst. I'm not a newcomer in, I have done many things. I remember all my Italian journey in spiritual world. Ich bin kein Newcomer, was das Ganze angeht. Ich erinnere mich an meine Trillionreisen in der geistigen Welt. So finally God asked, you go my heart. Und deswegen hat schlussendlich Gott gefragt, geh du jetzt mein Herz. So I was given this title not on earth, I was given long, long time ago. Ich hatte diesen Titel nicht erst auf Erden bekommen, sondern viel, viel früher. But I'm telling you, aber ich sage euch, that you should grow and open your spiritual senses to find out what your spirit was doing trillion, trillion years in spiritual world. Ihr solltet wachsen und herausfinden, was euer Geist Trilliarden von Jahren in der geistigen Welt gemacht hat. Yes, then you come to know you are fallen or you was with God. Und dann könnt ihr herausfinden, war ich gefallen oder war ich mit Gott. Yes. What God was saying? Was hat Gott gesagt? God's statement. God says, this my son, no creation can make him tired, actually. Das ist mein Sohn und keine Schöpfung kann ihn ermüden. Yes. He will be not defeated,
by any creation. Er wird nicht besiegt werden von irgendeiner Schöpfung. That's a very high statement. Und das ist eine sehr hohe Aussage über jemanden. You said? So mistake means it's not a fallen. Fehler zu machen bedeutet nicht, dass man gefallen mistake ist. Mistake is when you left God. Aber den Fehler zu machen, Gott zu verlassen, bedeutet es zu you fallen. Got it? Versteht ihr das? And then you give God love. Und dann gibt ihr Gottes Liebe. What Jesus was saying? Was hat Jesus gesagt? Did Jesus say, love me with whole heart, with whole energy, with whole soul? Hat Jesus gesagt, lieb mich mit ganzem Herzen, mit ganzer Energie, mit der ganzen Seele? Nein. Nein. He said, love God. Er sagte, lieb Gott. With the whole body, with the whole senses, with the whole energy. Yes. So he glorifying his Father that when you do this, you are not fallen. Er glorifiziert hier also seinen Vater und sagt, wenn ihr das tut, seid ihr nicht gefallen. Okay. Verstanden? So, I'm sorry, I'm not fallen. Tut mir leid, ich bin nicht gefallen. I was not fallen there and I'm not fallen here. Ich falle nicht dort und ich falle nicht hier. Yeah, I'm telling you now. I'm still standing. Yes. Mistakes? Yes. Fehler? Ja. Yes. Ja. Jesus said, mistake, I did it. Jesus hat auch gesagt, Fehler, die habe ich gemacht. Yes. That's okay. Yes. That's good. Yes. That's good. Loud. Yes. I don't understand really what is happening to me, but I need to be enlightened because I am as I am, but someone speaking so much in me, I really. Since when I started this seminar, basically today, I don't know if I'm just coming out of my senses, but it is becoming complicated. Papa, right now, there is somebody speaking in me. When you were saying right now, I saw Abraham. Wow. You know, I don't know whether I don't. I'm so sorry to say, but it is crazy wow. out of me. But we were making the conversation here, just here, just here. Mm. He was talking to me. I was talking to him. Mm. Okay. I'm experiencing it right now. Okay. So when I was talking to him, I saw this mama, this one. But when she's young, she was still young. You were talking as if your talking was giving guidance to go more further to me. Mm. You know? I got it. I saw her when she was like in her 6 years old. Mm. I was hearing what they were telling about me, about her, but I was concentrating on him. Mm. He was talking to me. Mm. You can translate? I don't know. It is. That's okay. I got it. You don't need to tell me because I know. Okay. Okay. Alles klar. Er hat erzählt, gerade jetzt, als er wieder dem Vortrag zugehört hat, hat er eine Erfahrung gemacht. Er hört zwar hier zu, aber er hört in sich selber eine Stimme und die redet mit ihm. Und im Moment, in dem er sich auf diese Stimme einmal konzentriert hat, war auf einmal er nicht mehr hier, sondern Abraham war hier. Und er hat Abraham gesehen und er hat mit ihm geredet. Und gleichzeitig hat er hier Jürgens Mutter vor sich gesehen, aber als sie jünger war, 6 Jahre alt. Und da hat er auch hören können, was sie über sie gesagt haben. Aber er musste sich auf diese ganzen Gespräche gleichzeitig konzentrieren. Wow. Und ja, all das hat er in diesem Moment gesehen. Und My wife, Cassiana is here? No. Nee. Okay, I'd like to share one story which is amazing. Ich möchte eine Geschichte hier teilen, die unglaublich ist. In one time, first time she was 20,
And she's here. Sie ist hier. So, but problem is she forget many things actually, yeah? Das Problem ist, sie hat eine Menge vergessen, aber erst als sie 20 war. One time happened. Einmal ist es passiert. If she can remember. Ob du dich daran erinnern kannst. She saw one camel flying. Sie hat ein Kamel fliegen sehen. Yes, camel came near. Und das Kamel kam näher. And this man was, how you say, covering his face. Das Kamel oder? The man who was sitting. Ah, der Mann, der auf dem Kamel saß, der hatte sein Gesicht bedeckt. And he came near her and said, sit down with me. Und er kam zu ihr in die Nähe und hat sich neben sie gesetzt. No, he's asked, sit down behind me. Ah, und er hat gefragt, setz dich hinter mich, zu Christiane. You can keep consultation 20 minutes more? Ja, klar. Okay. And he fly. Und er ist geflogen. With camel. Mit dem Kamel. Can you remember? Könnt ihr euch erinnern? No, I'm not there. Achso, kannst du dich erinnern? What are you talking about? I need a gun. You remember? Yeah, you is ihr und du. No, let's say serious, because I'm talking very serious. Ja, ich rede sehr ernst. Yes. Okay. Can you remember, Christiane? Kannst du dich erinnern, Christiane? Du musst Mikrofon anmachen. Aber Abraham took her voice away. Ah, nee, an Abraham kann ich mich erinnern. Okay, der you can, okay. Abraham took her in paradise. Und Abraham hat sie mit ins Paradies genommen. And he said, "Do you want to know who I am?" Möchtest du wissen, wer ich bin? She said, "Yes." You took this thing away. Sie sagte ja, und dann nahm sie diesen Schleier weg. I just saw God like. Und ich habe gerade gesehen, dass Gottes Licht gekommen ist. He just came to my attention. So, he took this away, this Schleier. Er hat diesen Schleier weggenommen. He said, I'm a father of three religions. Er sagt, ich bin der Vater von drei Religionen. Jewish, Christianity and Islam. Im Judentum, Christentum und Islam. And I think message was, die Nachricht war, for her to follow me and help me to build, who is this man? He is sent by God, actually. Und ich glaube, die Nachricht für sie war, dass sie mir folgt, mir hilft, damit sie weiß, wer dieser Mann ist. Yeah. So those things happen when everything vorhang away gone, actually. Und diese Sachen sind passiert, als dieser Vorhang weggegangen ist. So, why I became emotional, because two big light came, and when this light came here, God hand came out and put me here. Ich wurde emotional, weil dieses riesige Licht, was hier reinkam, da kam Gottes Hand heraus und sie hat mich am Kopf gestreichelt. So, yeah, that's a special moment for me. Das sind besondere Momente für mich. So, I think you got it. Ich glaube, du hast verstanden. Okay. Okay. Some more questions? Noch mehr Fragen? And God's hand was not only here, he did to me like this. He did to me like this. Gott, das Hand war nicht mehr sehr bis hier runter gestreichelt. Then hand went back. Und dann ist die Hand zurück. And I saw Heavenly Father inside. Und ich sah den himmlischen Vater drin. And then, so, how you can forget? Wie kannst du so jemanden vergessen? Maybe a special moment. Okay. Some more questions? Noch eine Frage. When not, then we pray. Wenn nicht, dann beten wir. Yes? Ja. Schöner Moment. I have one question, really. I guess, I just need to understand, really. Yes.
who is talking. Because in me, I really, because I am the one right now, when I was talking to Abraham, because he came, for me, I don't play a piano, but I was on the piano, seated on the piano. He came to the piano and he did like this to me. But when he smiled at me, this smile was flashing in my face. I was like this. It was flashing in my face. So then he said, speak it. That is the voice which, that was the conversation. Speak it. Speak it? Yes, I speak it. But for me to speak it, I saw when it is crazy. Okay. To me. But then he told me that I can tell you, I know each and everyone here. I can tell you. Then I saw her in her 6 years. But my point is, I need to know that. I can tell you now. Who speaks? I can touch my mouth when I'm not speaking, but here okay. I'm speaking. Okay, you translate and I tell. Er fragt, wen er da sprechen hört, weil er redet nicht, aber er hört diese Stimme. Yeah. Und er hat zum Beispiel ein Piano jetzt gespielt und da war ein Gesicht und es hat sein Gesicht, eine Hand, die sein Gesicht gehalten hat. Dann hat er ein Lächeln gesehen, was ihn komplett geblendet Abraham, hat. Abraham, look at you like this. Abraham schaut dich so an. He came to me as if I was praying something which is sweet. Then he looked at me like this. I give you one advice, okay? Ich gebe dir einen Ratschlag. You can meet Abraham or you can meet Jesus, but don't hang with them. Okay? Du kannst Abraham treffen, du kannst Jesus treffen, aber häng Because nicht an ihm. Because piano means your tunes are not in harmony. Das Piano bedeutet, dass deine Töne noch nicht in Harmonie sind. Muslim cannot take out from here Muhammad. Die Muslime kriegen aus ihrem Herzen nicht Mohammed raus. And Christian cannot take out Jesus here. Und die Christen kriegen die Jesus nicht raus. But this place belongs to God. Aber dieser Platz gehört nur Gott. So your piano, dein Klavierspiel, tune gonna become perfect then when this place belongs to God. Die Töne werden dann perfekt, wenn dieser Platz zu Gott gehört. Yes. Ja. If you do it, wenn du das schaffst, what I'm saying to you, was ich dir jetzt sage, this is the voice of God giving you advice through me right now. Das ist die Stimme Gottes, die dir jetzt einen Ratschlag durch mich gibt. They are great people. Das sind großartige Leute. You will see in spiritual world, du wirst im geistigen Leben sehen. I love Muhammad than all Christianity. No, I love Jesus more than any Christian. Dass ich Jesus mehr liebe, als jeder Christ es je könnte. All Christianity loves Jesus? Wenn man die gesamte Liebe des gesamten Christentums für Jesus aufwiegt, my love is greater. Dann ist meine Liebe noch größer. Because I brought his pain out. Denn ich habe seinen Schmerz ausdrücken können. He could speak with me. Er konnte mit mir sprechen. 2000 years. Was hat There was a many sent from Assisi, Father Pius. But he could not talk because Jesus was here. Und es gab viele Heilige, Franz von Assisi, Vater Pius, aber mit keinem konnte er sprechen. Jesus war hier im Herzen. Here. Yes. So love Jesus. Lieb Jesus. But think he is the way, but not the destination. Aber seh es so, Jesus kann vielleicht der Weg, aber niemals das Ziel sein. So I say to Muslim. Und so sage ich das zu den Muslimen. Muhammad is not a home. Muhammad ist nicht das Zuhause. But they don't bring out Muhammad from here. Aber sie schaffen es nicht, Muhammad aus ihrem Herzen rauszukriegen. And they cannot bring this Muhammad out. Und wenn sie Muhammad da nicht rausbekommen. How God can come here? Wie kann dann Gott dort einen Platz finden? So this is now my advice. Und das ist jetzt mein Ratschlag. They show your harmony in piano, because when piano is real music composing, it's come new song out. Die zeigen hier deine Harmonie auf diesem Piano. Und wenn wirklich in Harmonie bist, dann kannst du ein neues Lied spielen. Compose. Ein neues Lied komponieren. This new song will be about God. Und dieses neue Lied wird über Gott sein. Not for Abraham. Nicht über Abraham. Not for Jesus. Nicht für Jesus. Yes. When you make this difference. Und wenn du diesen Unterschied machst. You got it. Dann hast du's. Okay. Thank you.
So, I like to pray now. Ich würde jetzt gerne beten. Where is Elizabeth? Wo ist Elisabeth? Because holt she organized here. Sie kommt sofort wieder, einen Moment. Elisabeth kommt gleich. I can pray, but I think she worked very hard. So we give her, maybe you can translate her. Mm-hmm. Elisabeth, ich möchte du betet. Komm her und ich übersetze dich. Gibt jemand mir noch ein Mikrofon vor? So, setz dich hier hin und machst dir gemütlich. Nein. Und ich danke schon, dass du organisierst. Vielen Dank, dass du alles organisierst. Okay. Ich organisiere das gerne, weil ich könnte gar nicht anders. I love to organize this. I couldn't do anything else. Ganzen Tag heute muss ich schon weinen über dieses oder jenes. Manches hat mir nicht gefallen. Aber Gott, danke, dass wir dir immer mehr näher kommen können. Dass du uns durch Zeit so vieles mitteilst. Dass wir die Fragen, die wir haben, stellen können und auch eine Antwort bekommen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind ganz viele Fragen hatte. Keiner konnte mir eine Antwort geben. Ich habe viel mit Gott gesprochen, in den Himmel geschaut, aber es kam keine Antwort zurück. Gott, ich bete darum, dass die Herzen der Menschen sich mehr und mehr für dich öffnen, für das, was du uns Menschen mitteilen möchtest und dass du uns endlich, nein, nicht endlich, sondern dass wir Menschen oder dass der Zeit es geschafft hat, dein Herz, dass diese Menschheit befreit wird. Wenn ich das draußen sehe und ich dieses Wissen nicht hätte. Ich könnte wohl verzweifeln, aber mit diesem Wissen weiß ich, wir alle haben es in der Hand. Dass dieser Wandel vielleicht viel schneller gehen könnte, wenn die Menschen wach oder wenn wir als Menschheit wach würden. Wolltest du das jetzt? So vieles war eben noch in meinem Herzen, aber ich krieg's gar nicht raus. Danke, dass wir immer wieder zusammen sein dürfen, dass wir diese Chance haben. Und hilf uns bitte, Vater, dass wir dein Herz, dass die Menschen, dass wir alle mehr und mehr kennen, wer dein Herz wirklich ist. Denn in meinen Augen fehlt da noch viel, viel Verständnis, Erkenntnis und Wertschätzung. Bitte hilf uns, dass wir Menschen dieses umsetzen. Ich bete jetzt einfach nur noch, Vater, lass deine Liebe in unseren Herzen gedeihen, auf dass du so bald als möglich diese neue Welt siehst und dein Herz auch. Danke, Amen, im Namen von dir, Gott, im Namen von Gottes Liebe und im Namen von Gottes Herz. Amen. Amen. Dankeschön.
I saw just now. Okay, Prabhupada is sitting some other country. I'm sitting here. But you can translate. Yeah. Ich habe gerade etwas gesehen. Prophet Atta sitzt dort. Ich sitze hier in zwei verschiedenen Ländern, aber hört genau zu. After prayer, I look at Prophet Atta. Nach dem Gebet habe ich auf Prophet Atta geschaut. And I saw he was an old man. He had a white bart. Ich habe gesehen, er war ein alter Mann. Er hatte einen weißen Bart. But he was for God was there. Aber er war für Gott da. And there was a new realization I saw in him. Yes. Und ich habe gesehen, dass er eine neue Realisation gefunden hat. So I tell Prophet Atta, he will be loyal to God. Das zeigt, Prophet Atta wird loyal gegenüber Gott sein. That's what I just saw now. Das ist, was ich gerade gesehen habe. This is also quantum theory that I could see how he was an old man. Actually. Ist das auch Quantentheorie, dass ich sehen konnte, wie er als alter Mann da war? Yes. He has a bart. Er hat einen Bart. Old. Alt. Now I can see the future, no? Jetzt kann ich die Zukunft sehen. Yes. And he was loyal to God. Und er war Gott gegenüber loyal. But he. Aber er. Was a different other. Er war ein anderer Atta. Other prophet. All wishes were dropped. Alle Wünsche, die er hatte, hat er fallen gelassen. Yes. He was only in the end for God. Er stand am Ende nur noch für Gott da. Yeah. Thank you. Dankeschön. Okay, dann danke schön. Euch hat sehr viel Geduld für mich zuhören. You have so much patience to hear me. And so. Then, vielen Dank. Ich wünsche euch. Then Prophet Atta, we see. Yeah. Prophet Atta, wir sehen uns. When you are available, we'll start reading books again. Yes. I let you know. Yes. Okay, danke schön. Danke schön.